Jessica, die ihre Familie seit Weihnachten nicht mehr gesehen hat, besucht nun ihre Tante, die für sie eher eine gute Freundin ist. Das Haus ist ein beliebter Treffpunkt für die zahlreichen Freunde der Familie und durch die Kinder voller Leben. Heute ist auch Jessicas Mutter gekommen und sie alle überraschen die Besucherin mit ihrem Lieblingskuchen. Ja, ich hab's gehört. Hi, lass mich mal rein. Ja. Hallo, meine Süße. Schön, ja. Dich zu sehen. Komm, auf, mach erst mal die Tür zu. Ah, wie? Käsekuchen ohne mich, ja. Oder was? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Du, sonst können die anderen ja nicht essen. Also wenn das immer nur mit dir ist. Finger weg! Jetzt zieh es mal nicht aus. Zieh ich aus. Komm. Ich habe euch auch was mitgebracht. Echt? Mhm. Jessica hat die CD der No Angels mitgebracht. Stolz und zugleich etwas aufgeregt präsentiert sie ihrer Familie den Song Daylight in Your Eyes. Präsentation vor der Familie. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt. Okay. Muss ich schön still sein. Bist du Bunny? Natürlich ist die Familie begeistert. Für Jessica ist es ein tolles Gefühl, denn der Beifall ihrer Familie ist für sie mindestens so wichtig wie der der zahlreichen No Angels Fans. Erinnern sich die drei Frauen daran, wie bei Jessica alles begann. Du hast unheimlich viel um dich und wir vermissen dich auch total, das weißt du. Aber wir finden es auch total super, dass du das machst, ja. Also, dass du diese Power hast und diesen Ehrgeiz und ja, es ist einfach total süß, das zu sehen. Wenn ich so, ja, so früher, ich meine, du hast schon immer Power gehabt, aber... Du kannst ja nicht zu vergleichen mit Ministars oder so. Ihre ersten Fernsehauftritte hat Jessica damals bei der RTL-Kinderhitparade Ministars absolviert. Mit Erfolg, wie man sieht. Und aus dem Ministar wird nun ein Popstar. Komm, guck mal, das ist der Beginn deiner Karriere. Ich bin so vergesslich heute. Wie war noch die Sonne? Ist die Schnur abgefallen? Ich hoffe, du wartest noch. Wir sind für nur drei. Ich kenne es auch noch. Probier's einfach, toi, toi, toi. Das macht mir Kummer. Doch, das ist echt süß. Das ist doch total süß. War Jessicas Mutter eigentlich davon überzeugt, dass ihre Tochter eine Karriere als Popstar macht? Also ich möchte gar nicht sagen überzeugt, aber ich hatte so das Gefühl, dass in dieser Richtung was passiert. Weil ich habe gemerkt, egal was sie gemacht hat, sie hat es zwar gemacht, aber es war nicht 100% ihr Ding. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, da fehlt was. Und wenn sie gesungen hat und wenn sie die Chance hatte, irgendwas zu tun, da war sie dabei, 100%. Und ich habe mir schon gedacht, dass da in der Richtung was passiert. Also ich habe aber nie irgendwie sie in diese Richtung gepusht, also sie... tun lassen, was sie wollte. Und ist ganz von selbst auf diesen Weg dann gekommen. So richtig ernsthaft für mich war es dann auf Mallorca, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt über 100%. Also, dass es bis dahin geschafft hat, jeder Schritt war für mich eine Tortur. Das war die schlimmste Zeit für mich. Sie leidet immer mehr als ich, grundsätzlich. Bei jedem Jazz-Tanz-Auftritt, wenn wir auch auf die Bühne mussten, sie hat da gesessen, ihr war schlecht, so Ich habe jedes Mal einen Jägerschnitzel vorher gegessen, sie sagt da Immer. Das war Wahnsinn. Immer. Ich empfinde mich also jetzt nicht als Tante, sondern einfach eine Freundin oder Schwester. Einfach eine tolle Beziehung. Wir hatten auch mal Streit, aber und es wird auch sehr viel Ehrlichkeit ist hier, ja. Und wir sind einfach, wir können einander trösten und wir können miteinander lachen und freuen und wir sind einfach auch füreinander da. Ich habe Jessica
das erste Mal seit langer Zeit wieder kurz vor Weihnachten gesehen. Und sie kam auch noch einen Tag früher als geplant. Hier war Tovabo, Vorbereitung, Weihnachten. Und sie hat uns dann erzählt und geredet und geredet. Und wir haben alle da gesessen, hier um diesen Tisch. Wow, und das ist ja geil und toll. Und dann hat sie gesungen und hat noch vorgetanzt. Und ja, ich war so gerührt. Ich habe einfach tierisch geweint, wie ich sie habe tanzen sehen. Und ja, weil ich, das war einfach Bewunderung. Ich bewundere das, dass sie so super tanzt und singt. Und es ist eigentlich auch für uns alle total unverhofft, weil nie jemand gesagt hat, die Jessica muss jetzt in Ballett gehen, Gesangsunterricht machen und ihr, sondern es ist einfach total natürlich abgelaufen. Und wir haben uns so riesig gefreut und ja, einfach, wenn ich jetzt mal dran denke, kriege ich einfach Gänsehaut. Weil mir ist es auch wirklich so. Also, weil wir dich total lieben und. Ja, und dieses Wein, oh, jetzt könnte ich gleich. Am nächsten Tag trifft sich Jessica mit einem weiteren Mitglied der großen Familie, ihrem Cousin. Mit ihm hat sie früher viel unternommen. Deshalb hat er auch noch ein paar andere Erinnerungen zu berichten. Früher war so ein bisschen naiv, ein kleines Anhängsel. Da gibt es auch so lustige Anekdoten, wenn wir früher weg waren in Discos oder auf Partys und so, dann ist man dann auf Blickfang mit Mädels gegangen und hat dann rumgeguckt und hat dann schon Blickkontakt gehabt. Und dann kam aber die kleine Cousine und hat es dann wieder an Rockzipfel gehängt und hat dann wieder Cousin. Die Tour versaut, vermasselt und dann war das Mädel schon wieder weg. Und dann, naja, was soll man machen, ist halt die kleine Cousine. Kann man auch nicht böse sein, oder? Natürlich werden die fünf Hühner sich auch mal ein bisschen ankeifen. Das ist auch normal, dass da die Launen auch variieren bei den Mädels. Da muss man aber auch drüber stehen, ihr sollt nicht heiraten. Ihr sollt einfach nur jetzt zusammen arbeiten und was auf die Beine stellen, was gut ist. Das macht ihr ja wahrscheinlich auch. Und dann muss man halt mal weitersehen, wie es in 5 Jahren ist, wie es in 10 Jahren ist. Vor allen Dingen nicht den Kopf verlieren. Und wenn irgendwas ist, auch kein Problem. Einfach anrufen und halt mal ausheulen. Die Schulter ist zwar dann nur das Telefon da, aber das geht halt auch. Im Stadtpark von Bad Nauheim gehen die beiden zu Jessicas Lieblingsbaum. Hier schöpft sie, wie bei ihren Familienbesuchen, Kraft und kann so ihr Leben als Popstar meistern, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Und ich würde ihr am liebsten was einritzen. Fertig! Sandy trifft ihre Familie und ist dazu nach Koblenz gefahren, wo sich ihre Brüder und ihre beste Freundin in der Wohnung ihrer Mutter treffen. Natürlich ist Sandys Mutter sehr stolz auf ihre Tochter. Schließlich hat sie ihr Talent an Sandy weitergegeben. Mitgesungen, so alles, was sie sich merken konnte. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the reason in your eyes. Sometimes it's on a big surprise. Es reicht, mir fällt nichts mehr ein. Sie kann schöner singen noch. Als sie klein war, hat sie sehr viel noch gesungen, weil meine Mutter hat ja auch gesungen. Und da ist meine Schwester mal hingegangen, hat irgendwie ein Glas oder so geholt, als Mikrofon benutzt und einfach mit, die konnte den Text zwar nicht, aber einfach mitgelernt. Weihnachtslieder mit der Oma früher hat sie gesungen, wo sie noch ganz klein war. Wo sie schon 2 war, hat sie sich selbst die Geburtstagslieder gesungen. Und dann ist sie also auch zum Teil in Diskotheken gegangen, wo dann Karaoke lief. Und dann hat sie da gesungen, dann hat sie gewonnen mehrfach und dann hat sich das so langsam ergeben. Und irgendwann ist sie angesprochen worden, ob sie mal als Vorgruppe, als Einzelperson singen kann. Ja, und dann hat sich das so langsam gemausert. Und wie der Aufruf kam im Fernsehen, da habe ich dann gesagt, Sandy, und da musst du hin, das ist deine große Chance, probier's. Ich fahre dich dahin, ich bringe dich, ich mache alles, was ich kann. Ich wäre von allein nicht hingegangen. Sie wäre nicht hingegangen. Das ist der Hammer. Ich könnte mir, also es ist unglaublich, echt. Weil sie hat sich immer selber unterschätzt. Hat immer gesagt, nee, so gut bin ich ja auch wieder nicht. Also ich kenne die Sandy jetzt 4,5 Jahre. Seit 4 Jahren sind wir eigentlich beste Freundin. Wir haben damals zusammen angefangen bei Verdi. Also ich habe angefangen als Aushilfe, sie kurze Zeit später als Festkraft. Und ja, von Anfang an gut verstanden. Das ist schon irgendwie ziemlich ungewünscht, weil ich sehe meine Schwester halt jetzt
sehr, sehr selten. Im Gegensatz zu früher, weil vorher immer so, hab ich sie halt öfter gesehen. Und jetzt fehlt irgendwie schon irgendwas, weil es muss mich erst dran gewöhnen. Am Anfang war es super schwer. Also als Sandy dann gesagt hat, sie ist in der Band und dass sie dann nach München zieht, das ging alles sehr kurzfristig. Also sie hat mir Bescheid gesagt, ich glaube, dienstags war es und hat gesagt, Montag ziehe ich nach München. Also ist mir auch zuerst mal Magen rumgedreht, da habe ich gedacht, oh Gott, was machst du jetzt alleine? Ja, für mich ist es besonders schlimm, weil die ja mit mir zusammen gewohnt hat und jetzt habe ich keinen mehr, mit dem ich mich streiten kann. Keiner kocht mehr für mich. Sandy hat früher eigentlich ganz selten gesungen. Also ich glaube, nur ganz wenige Menschen haben Sandy überhaupt vor Popstars singen gehört. Sie hat sich da immer sehr zurückgehalten. Sie wollte sich da nicht irgendwie profilieren, dass es irgendwie falsch ausgelegt wird. Von vielen Leuten wird das falsch ausgelegt, wenn jemand so eine Leidenschaft hat, wie Sandy das singen. Also ich wünsche Sandy natürlich das Allerbeste. Das kommt ganz tief aus dem Herz raus, das, was ich ihr wünsche. Ich wünsche einfach das, was sie glücklich macht. Ob es der Erfolg ist oder ob sie irgendwann sagt, es ist nichts für mich, ich möchte da nicht weiterarbeiten, das Business gefällt mir nicht. Ich wünsche ihr das, was sie wirklich glücklich macht. Ganz viel Erfolg und nie vergessen, wo man herkommt. Immer auf dem Boden bleiben. Wusste ich. Und aus dem Grund sammle ich eigentlich alles. Vom Casting an habe ich alles aufgenommen, alle Zeitungsausschnitte von früher, alles behalten, weil ich gesagt habe, wenn wirklich mal der Punkt kommt, was ich bei ihr eigentlich nicht glaube, dass sie abhebt, dann hole ich sie wieder runter, weil das will ich nicht. Ich will nicht irgendjemanden, der da oben rumschwebt und nicht mehr weiß, wer er eigentlich mal war und wie er angefangen hat. Selbstverständlich besucht Sandy auch ihre ehemaligen Kolleginnen in dem Laden, in dem sie vor ihrer Popstars-Zeit gearbeitet hat. Wir haben alle gebetet und gehofft, aber im Inneren haben wir schon gedacht, dass sie es auf jeden Fall schafft, weil sie auch schon die Bühnenerfahrung hat. Sandy zeigt ihnen Teile der Daylight-Choreografie und albert mit ihnen herum wie in alten Tagen. Und wir sehen uns bald wieder. Ich liebe euch. Ich liebe dich auch ganz doll. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Schatzlein, wo gehen wir jetzt hin? Geschäfte gucken. Sandy? Ja. Ich stehe immer fertig. Danke. Hallo. Ich nehme diesen nächsten Mal noch eine Perücke mit. Schwarze Perücke. Überall im Einkaufszentrum wird Sandy erkannt. Ja, gerne, aber ich habe keine Autogrammkarte. Sie kann sich vor Autogrammwünschen kaum noch retten. Warte mal jetzt. Es scheint, als ob es niemanden in Koblenz gäbe, der Sandy nicht kennt. Nach langer Zeit mal wieder in Berlin besucht Vanessa ihre alte Schule. Oh Gott, das ist jetzt der Eingang. Oh Gott, da bin ich 7 Jahre jeden Tag reingegangen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich habe Angst, ich habe richtig Angst. Oh, meine Direktorin. Das ist meine Direktorin. Total gespannt. Oh Gott, wie sie reagiert. Frau Wehr heißt sie. Hallo. Guten Tag, Vanessa. Ihnen. Oh Gott. Ich bin schon so dran gewöhnt, die Leute zu duzen. Ja, na, das geht nicht in der Schule. Nee, ja. Also wir sind halt hier und wollten mal ein bisschen besuchen und alte Schule. Mal die alte Schule sehen. Ja. Oh nein. Mein Herz rast. Ist nicht so einfach, wirklich. Angst, ich gehe da nicht rein. Ich habe wirklich Angst. Was sollen die denn von mir denken? Ich gehe jetzt einfach so mal rein und sage Hallo und die denken alle, ich bin bescheuert. Und was ist, wenn die mich gar nicht mögen? Die mögen mich vielleicht nicht, oder? Soll ich?
Hinter dieser Tür vermutet Vanessa ihren früheren Musiklehrer im Unterricht. Aber wie werden wohl die Schüler reagieren? Werden sie Vanessa erkennen? Ihr seid aber noch angespielt. Hallo! Sie ist immer eine schillernde Persönlichkeit gewesen, auch wenn sie das selber manchmal gar nicht so zum Ausdruck bringen will. Deswegen wiederholt sie auch immer, ich bin ein ganz normales Mädchen. Aber sie ist eigentlich kein normales Mädchen. Sie hat schon was ganz Besonderes. Das haben auch viele eigentlich immer wahrgenommen, ja, dass sie sehr schön singen kann, dass sie vor allen Dingen so in dem Mittelbereich ihrer Stimme unglaubliche Klangfarben hat. Und das hat sie auch immer so zu unseren Hausmusikabenden zum Ausdruck gebracht und hat da große Erfolge eigentlich auf der Bühne gefeiert. Die ist eigentlich, würde ich sagen, so ein lateinamerikanisches Gesamtkunstwerk. Die Tatsache, dass jemand begabt ist, heißt nicht gleich, dass man nur geliebt wird von allen. Ja? Und ich glaube, diese Erfahrung hat Vanessa auch machen müssen und daher kommt auch sozusagen mal ihre Bescheidenheit, denn die ist eigentlich wirklich sehr, sehr bescheiden und bodenständig und kann mit solchen Situationen manchmal nicht so gut umgehen. Und wenn das mal nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt, dann ist sie immer relativ deprimiert. Und ich glaube, ich habe jetzt das Gefühl, dass sie so richtig in einem Hoch ist, also dass sie so richtig voller Kraft strotzt und dass ihr das unglaublichen Spaß macht. Und deswegen freut mich das für sie unglaublich. Nach dem Abi war das so, dass ich wusste nicht wirklich, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ob ich jetzt gleich studieren soll, mich da reinsteigern soll, ob ich vielleicht einen Job annehmen soll oder eine Ausbildung machen soll. Ich wusste nicht wirklich, was ich machen soll. Und ein halbes Jahr ging es mir echt nicht gut und habe dann angefangen mit Praktika. Ich habe dann bei MTV gejobbt, bei N24, habe synchronisiert nebenbei, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich hatte noch keinen wirklichen Sinn so in meinem Leben. Und ja, und dann habe ich halt das Casting mitgemacht und das hat mir dann irgendwie schon einen Sinn im Leben gegeben, weil ich mir denke, dass sich jetzt etwas entwickelt. Ja, also ich war am Anfang super aufgeregt, als ich hier angekommen bin, weil das, also erstmal Schule, davor hatte ich super Respekt. Die Schüler kannten mich ja auch von vorher und deswegen war das halt so ein komisches Gefühl. Es war aber so schön, weil die Schüler, die Jüngeren vor allem, die sind alle auf mich zugekommen und haben gelächelt, haben sich gefreut, haben Fotos mit mir gemacht und das war super, super normal und es war nicht aufgesetzt und ja, und ich habe mich echt gefreut. I wanna be sunlight, only warmer. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be love, only stronger. I wanna be daylight. Nach dem Schulbesuch stellt Vanessa eine wichtige Station aus ihrem Leben vor. Das war früher. Das war 20 Jahre die Diskothek meiner Mama. Hier bin ich aufgewachsen. Ich habe hier meine ganze Kindheit, meine Jugend verbracht. Ich habe hier meinen ersten Kuss bekommen. Und ich bin hinten auf der Bühne aufgetreten früher mit meiner Latino-Band. Leider ist es jetzt zugemacht worden. Keiner hat es neu verpachtet und deswegen sieht es jetzt ein bisschen ranzlig aus. Ich habe so viele Erinnerungen, die hier drin stecken. Und ist so schön, das wieder zu sehen. Ich weiß noch, ich habe das teilweise so verflucht, dieses Leben, weil meine Mutter halt immer gearbeitet hat und ich hatte so wenig von meinen Eltern. Also es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich echt gedacht, so warum muss meine Mutter jetzt so ein Lokal haben, warum kann sie nicht ganz normal ins Büro gehen jeden Morgen? Und dann gab es aber auch Momente, wo wir richtig gefeiert haben, wo ich die Musik so genossen habe oder wenn ich Live-Auftritte hatte dort. Dann war das für mich halt, dann habe ich mich gefreut, dass ich so ein Leben führen kann, auch wenn es anders ist als die normalen Mamis. Wie ihr Großvater und ihr Vater hat auch Vanessa vor ihrer Karriere als Popstar als Synchronsprecherin bei verschiedenen Produktionen mitgewirkt und da schon mit ihrer Stimme gearbeitet. Also Berlin ist ja nicht nur meine Heimatstadt, sondern auch eine große Filmstadt. Und manchmal haben wir sogar ganz hochkarätige Gäste hier in Berlin. Und ich darf heute einen treffen, den kennt ihr alle. Und zwar von Titanic, Romeo und Julia, The Beach und noch so ein paar andere. Und ja, keiner wusste, dass ich ihn kenne, aber ich kenne ihn wirklich. Und jetzt darf ich ihn besuchen. Ja. Gerrit! Mensch, hi! Vanessa, hallo! Wie geht's dir? Gut, danke. Nicht böse sein. Das ist nicht Leo, aber es ist immerhin seine deutsche Synchronstimme und ein guter Freund von mir. Und ich wollte ihn mal besuchen und ein bisschen mit ihm quatschen. Wir haben uns kennengelernt 89 bei einer Serie, die wir gemeinsam gesprochen haben. Das war damals My Secret Identity, mein geheimes Ich, hieß die, lief auf RTL. Und das waren, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Das waren 3 Jahre mit Unterbrechung und ich war 9 und du warst, keine Ahnung, älter. Ich war aber auch nicht so viel älter, ne? 13, 14. Ja, genau.
Gerrit, würdest du vielleicht einmal für die Zuschauer, also damit sie auch wissen, dass, dass du wirklich die Stimme bist von Leo, würdest du da ein bisschen was sprechen von Titanic oder so? Okay. Aber ihr müsst dann die Augen zumachen, weil dann hört ihr dann richtig raus, dass es seine Stimme ist. Ja, also jetzt die Augen zumachen. Okay. Rose oder Vanessa, Sie sind ein kleines, verwöhntes Mädchen, aber dahinter steckt das bezauberndste, wundervollste Mädchen, Frau, die ich kenne. Seht ihr, ich habe nicht gelogen, das ist Leo. Also seine Stimme. Ich habe schon mit 7 Jahren angefangen zu synchronisieren. Mein Vater hat mich einmal mitgenommen. Ich habe früher ganz schlimm gestottert und gelispelt. Und da hat mein Vater mit mir immer Übungen gemacht, so 10 zahme Ziegen zogen, 10 Zentner Zucker. Und das war dann, ja, das haben wir dann öfter gemacht. Und dann meinte er, okay, ich mache jetzt einen Film gerade. Du bist zwar noch sehr jung, aber ich würde dich gerne für die Hauptrolle, also für eine Hauptrolle mitnehmen. Und ich würde dich gerne mal dafür casten. Und ich wollte, dass mein Vater stolz auf mich ist und habe das auch dann sehr ernst genommen und habe das gemacht. Und das, ich habe dann die Rolle auch bekommen. Das hat er nicht mitentschieden, sondern das haben ganz viele Leute entschieden. Und deswegen war ich auch so stolz drauf. Legen jetzt mal deine Arbeit zur Seite, okay. Ja? Und wir machen jetzt was zusammen. Gut, mal sehen, was wir da haben. Ja. Zusammen synchronisieren die beiden noch einmal ein Stück aus dem Film Romeo und Julia. Bist du nicht Romeo? Ein Montagu? Mein schönstes Mädchen, keins von beiden, wenn eines dir missfällt. Gut, ja. Sehr gut. Das fand ich auch sehr gut. Am nächsten Tag bekommt Lucy unerwartet Besuch von ihrem Vater. Er ist Opernsänger und hält sich mit seinem Ensemble während ihrer Tournee gerade in der Nähe auf. Zwischen zwei Gastspielen fährt er schnell zu seiner Tochter. Lucy ist selig. Auf erste Seite. Oi! Bulgarien ist Nummer 1 in Popshow auf RTL. Oi! Das muss 2, aber es gibt keinen Platz für 2. Das gar ist nicht drin. Und dann, du bist auf erste Seite. Tada! Lucys Vater hat Zeitungen aus Bulgarien mitgebracht. Überall ist Lucy auf der ersten Seite. In Bulgarien ist sie jetzt schon ein Star. Ich habe auch was gebracht. Wir waren auch hier irgendwie überall in der Presse. Oh. Sogar in der Bunte. Oh, die deutschen Spice Girls. Bunte hat uns auch gefeiert. Lucy zeigt ihrem Vater die Artikel in den deutschen Zeitungen und Illustrierten, wie zum Beispiel der Bunten. So erfährt der Vater zufällig, dass Lucy vor einiger Zeit ein Auto zu Schrott gefahren hat. Es war so traurig für mich, wenn ich diese Serie gesehen habe, wo der Rainer hat bei Lucy gekommen für die Entscheidung. Und Lucy war ganz alleine, ganz einsam. Und ja, in dem Moment musste jemand von uns dort sein, wie bei anderen Mädchen, der Mutti oder Vater. Aber Lucy war ganz, ganz alleine. Und ich will vor der Kamera sagen, dass für alle Zuschauer, ich will auf Lucy eine Verbeugung machen. Dieser Weg zum Start, wie schwer ist. Ich will nur dir sagen, du sollst auf dem Boden bleiben und nie vergessen, wo du herkommst. Nein, das werde ich auch nie. Ja. Das werde ich auch nie. Das glaube ich dir. Das glaub ich und ich muss auch sagen, dass eigentlich ohne meinen Papa wäre ich ja gar nicht hier, weil er hat mir alles eigentlich ermöglicht in meinem Leben und hat mich auch zu diesem Weg, also hierher halt gebracht. Und ohne seine Unterstützung wäre ich gar nicht nach Deutschland gekommen erstmal und ohne sein Vertrauen auch nicht. Und denn er hat mir vertraut und er hat gesagt, okay, mit 18, ja, du darfst und geh und mach's. Und Oh,
Marionettentheater hier in München. Dann hat Lucy noch eine Überraschung für ihren Vater. Gemietet? Ja. Also, wir haben so ein Lied aufgenommen von mir. Und ich wünsche mir, dass wir das jetzt hier machen. Mein großer Traum war immer, mit meinem Papa zusammen zu singen auf der Bühne. Und das werden wir jetzt tun. Ja? Ja, mach mal. Sie war 5 oder 6 Monate alt. Lucy hat von Anfang gesungen und ein bisschen später kam. Könnte reden. Also lang, ja, das war unwahrscheinlich. Sie ist ganz einfach für die Bühne geworden. Ja. Ich habe mit Lucy zusammen auf die Bühne getreten. Ich habe die Tenorpartie, das heißt Renuccio, gesungen und Lucy hat das kleine Kind. Geraldino. Geraldino, ja, genau, gesungen. Wir waren zusammen auf die Bühne. Sie war so klein mit einem lockigen Haar. So. Ich wollte nicht, Lucy Opernsänger wird, weil ich weiß, wie schwer ist dieses Weg. Aber ich wusste, dass sie ein Künstler wird. Eine Künstlerin ist Lucy auch geworden. Ganz allein ging sie mit 18 nach Hamburg, um nach erfolgreicher Ausbildung an der Stage School ein Engagement im Musical Buddy zu bekommen. Fangen wir an mit Buddy Musical Theater. Ich bin schon seit 3 Jahren dabei und ich bin sehr, sehr froh, ein der letzten Mitglieder von dieser Show zu sein. Ich habe davor im Vorderhaus Programm verkauft und Garderobe gemacht und ich kannte die Show. Ich habe da jeden Tag mitgemacht, so hinter der Bühne. Ich bin immer draußen gegangen, die Choreografie für mich selber gemacht und ich war sehr, sehr begeistert. Heidi! Heidi! Komm mal rein! Hallo, Lucy! Hallo! Grüß dich! Schon am Bühneneingang trifft Lucy alte Freunde. Das ist der Chef, der Gerrit. Da sind 2 von unseren Buddies. Das ist der Martin Paschen und Marco Farmanek. Mit den beiden habe ich auch schon mal gespielt. Und der Knutsch. Ohne Ende. Und mit Gerrit habe ich auch gespielt, aber nicht so direkt. Aber nicht so geschnutscht. Also nicht geknutscht. Da sind unsere. Ich stehe immer noch drauf, guck mal. Mein Name ist immer noch drauf. Das ist mein Postkasten. Alle diese Kostüme habe ich schon mal getragen. Und hier hatte ich auch mein Kleid. Ich weiß nicht, ob es noch existiert. Und mal gucken. Lucy! Guck mal, hier steht noch. Lucy. Lucy, Theateratmosphäre ist ja eine ganz andere Atmosphäre als bei uns zu Hause. Auf der Bühne zu stehen oder bei euch zu Hause. Vermisst ja. Du das nicht? Ja, also hier im Theater ist wirklich ganz anders als bei uns. Bei uns ist alles durcheinander. Und ein kommt von hier, andere kommt von da. Was Neues heute, was anderes morgen. Und hier im Theater ist eigentlich alles ziemlich gleichmäßig. Jeder kommt in selbe Uhrzeit jeden Tag. Jeder macht seine Schminke in derselbe Zeit. Es ist alles eine Prozedur. Und bei uns zu Hause gar nicht. So, wir stehen nicht mal jeden Tag in gleicher Zeit, es ist immer unterschiedlich.
Und das ist auch das Interessante daran. Aber ich meine, so ein ruhiges Leben würde ich irgendwann mal mir, glaube ich, wieder wünschen. So ein paar Monate so jeden Tag dasselbe machen. Und ich weiß, ich kann bis 2 Uhr nachmittags schlafen und dann Kaffee trinken gehen und etwas essen und dann zur Arbeit gehen. Die Sache ist jetzt auch so, dass ich es nicht bereue, dass ich Buddy verlassen habe und das für Popstars, weil eigentlich mein Ziel im Leben war, nicht irgendjemand anderen auf der Bühne darzustellen, sondern mich selber. Und in Musical ist nun mal so, dass du irgendjemand anderen spielst. Ich meine, wenn einen Tag die ein Musical für No Angels machen, dann vielleicht können wir auch uns selber auf der Bühne in Musical darstellen. Aber ja, und ich wollte immer halt mich selber zeigen und meine Energie bringen und zeigen, ja, also Lucy ist vor euch und das ist sie so, wie sie ist. Sie fehlt uns. Ja, die Energie, die sie hat, fehlt einfach. Also wer Lucy kennt, der weiß, dass Lucy ein absolutes Energiebündel ist. Und das ist natürlich angenehm, wenn man eine Show oft spielt und man kommt ins Theater und dann trifft man Lucy und Lucy ist immer gut drauf und macht Druck. Und dann, egal wie müde man ist, man muss nachher wach sein. Das kann bei Promotion-Touren, wenn man dann nur 3 Stunden geschlafen hat, auch umgekehrt sein. So, Lucy, die ganze Nacht Bier getrunken. Also ich muss sagen, ich mache mir um Lucy eigentlich überhaupt keine Sorgen, weil ich habe das Gefühl, Lucy weiß ziemlich genau, was sie will und ist eigentlich auf einem ganz guten Wege. Also ich hoffe, dass Lucy ihre Gradlinigkeit und ihre Ehrlichkeit nicht verliert, weil ich finde, das macht Lucy einfach aus. So eine Frau in der Stadt zu haben und sie nicht in irgendeiner Form zu beschäftigen, das wäre sträflich. Und wir hatten sie nur mal in der Show. Und unsere Show ist nicht so ungeheuer frauenlastig. Also eine Rockgruppe besteht in erster Linie eben aus Jungs. Und darum haben wir uns gedacht, müssen wir für Lucy einfach eine Figur erfinden. Und die haben wir erfunden, haben nachgeguckt in der Literatur, in der musikalischen Literatur, was es da so gibt. Und kamen auf Brenda Lee und haben ihr einfach, ja, Brenda Lee aufs Auge gedrückt. Zumal ich habe so ein ganz schlaue, so eine Geschichte des Rock'n'Roll in Comic. Und da gibt es eine Karikatur von Brenda Lee und da haben wir gesagt, das ist Lucy. Und stimmt. Und deswegen kamen wir auf Brenda Lee und das werdet ihr nachher sehen. Ja. Mit diesen Proben enden die Vorbereitungen auf den Abend. Lucys vielleicht letzter Abend in ihrer alten Rolle als Brenda Lee. Nadja hat dennoch endlich einmal Zeit, nach Hause zu fahren. Hier wird sie ihre Tochter, ihre Mutter und ihre Großmutter treffen, die sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Oh, das wird heute echt peinlich, wenn ich zu meiner Klavierlehrerin fahre. Weil ich konnte bisher kein einziges Mal üben und ich glaube, sie wird ganz schön sauer auf mich sein. Aber das erinnert mich irgendwie an früher, weil früher war es auch nie anders. Ich habe nie gelernt. Als erstes besucht Nadja aber ihre damalige Klavierlehrerin, die sich sehr freut, ihre begabte Schülerin wiederzusehen. Ach, schön, dich zu sehen. Mein Mädchen. Gut schaust du aus. Ach ja, ein bisschen verschlafen, danke. So wie früher spielen die beiden vierhändig am Klavier. Ganz eindeutig hat Nadja sich durch eine außergewöhnliche Musikalität ausgezeichnet. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dir, Nadja. Du sagtest mir mal, Frau Heimberg, in mir sind ja oft wie zwei Kulturen. Es ist auf der einen Seite das Afrikanische und ich bin überzeugt, dass du daher deine ganze Rhythmik hast. Und dieses Empfinden für Taktgefühl, was außergewöhnlich ist. Und auf der anderen Seite empfindest du das Europäische in dir, eben auch die Liebe zur Klassik und zu anderer Musik. Und das habe ich von der ersten Klavierstunde an bei ihr sehr deutlich gespürt. Thank you.
Gemeinsam gehen die beiden zu Nadjas früherer Flötenlehrerin. Super, toll siehst du aus. Dankeschön. Was bist du geworden? Erwachsen. Auch ganz verändert. Also es war total klasse. Ja. Du schaust zwar auf die Notenstände, aber du spielst frei. Ja, das stimmt. Fand ich sehr gut gelungen auch. Es hat mir total gut gefallen. Als Überraschung kommt Nadjas Freundin Julia aus den USA vorbei, mit der sie als Jugendliche den zweiten Preis bei Jugend musiziert belegt hat. Julia! Meine Güte! Also das war ja so wirklich ein Stück von meiner Kindheit eigentlich und von meiner Pubertät. Und also ich finde es sehr schön, also auch diese ganze Umgebung hier ist mir total vertraut. Es war halt wirklich jede Woche, jeden Dienstag war das gewesen. In Flötenunterricht. Und danach kam meistens Julia, dann immer so der Wechsel. Hi Julia, ciao Julia, bis später oder heute Abend sehen wir uns. Und es war eine schöne Zeit. Und sie hat auch eine super Stimme und das war früher bei uns auch immer so, wenn wir uns getroffen haben, dann erstmal Musik an und Nadja fing im Keller an zu singen und das ganze Haus dröhnte. Und so waren wir es aber eigentlich auch alle immer gewöhnt. Also so von unserem Freundeskreis damals her. Und also ich bin echt tot, weiß, was ich gefunden habe. Ja. Ich habe eine Videokassette von meinem 12. Geburtstag gefunden. Und da machen wir alle so eine Mini-Playback-Show. Und da bist du auch mal. Ja, das war cool. Ja, aber es war eben auch lustig, weil's ich sag mal, von der Stadthalle bis zu wirklich kleinsten Räumen alles Mögliche dabei war. Mhm. Und dann die anderen Bands doch immer etwas schlechter aussahen, wenn ihr dann dran kamt. Wir hatten eigene Songs, die waren doch sehr rockig, aber so harmonischer Rock. Und die Songs, die wir gecovert haben, waren von Alanis Morissette und Guns N' Roses und so Sachen. Wir waren jahrelang beste Freundinnen. Wir haben jeden Tag zusammen rumgehangen und uns das Leben miteinander geteilt. Und ich war halt auch sehr viel bei ihr und dann auch bei irgendwelchen Familienfeiern oder so. Das fand ich immer total schön. Dann haben wir uns hingesetzt und Klavier gespielt oder ich habe irgendwas gesungen. So, jetzt stehe ich vor meinem alten Haus, wo ich früher gewohnt habe, mit meiner Tochter Leila. Und ich schaue mir jetzt mal die Wohnung an und vielleicht eventuell ziehe ich hier auch wieder ein. Also die Wohnung habe ich immer noch und ziehe ich hier vielleicht wieder ein, wenn ich mit Hofsas, wenn das alles zu Ende ist. So, jetzt gehen wir mal rein. Wow, ist ja alles ordentlich. Also ich war das nicht, ich glaube, das war meine Mama oder so. Hier ist das Kinderzimmer von meiner kleinen süßen Schnecke. Die kommt jetzt hoffentlich auch gleich. Hier ist mein Schlafzimmer. Ja, ja. Oh, schön. Oh, ich vermisse meine Wohnung. Ist das schön, wieder hier zu sein. Und hier ist das Wohnzimmer. Und da hat meine Kleine immer drin gesessen, bevor ich hergekommen bin. Aber ich glaube, jetzt ist sie so groß dafür und will da gar nicht mehr rein. Oh, ein Spielzeug von ihr. Und ich bin zu Hause. Ich habe mir natürlich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ich das schaffe, dass ich das zusammen kombinieren kann, Mutter sein, aber auch die Karriere zu machen. Und wir haben mit dem Team uns alle zusammen beraten und dann sind wir halt zu dem Entschluss gekommen, dass wenn ich das machen möchte und genommen werde, dass die Leila mitkommen kann. Sie ist dann zu einer Familie vom Team gekommen, bis es dann halt immer stressiger wurde und wir immer mehr Programm bekommen haben. Da ist sie einfach zu kurz gekommen. Ich hatte nicht die Zeit, die sie gebraucht hätte von mir.
Und dann sind wir halt zum Entschluss gekommen, weil auch meine Eltern sie sehr, sehr vermisst haben, dass das Beste für uns alle ist, wenn sie bei meinen Eltern jetzt aufwächst, erstmal in den Monaten, wo sehr viel zu tun ist, dass sie dort lebt. Und so geht es uns allen gut. Die Leila hat ein kontinuierliches Leben, also es ist alles stabil. Sie ist bei Oma und Opa, die sie schon kennt, seit sie auf der Welt ist. Und ich bin glücklich, weil ich weiß, dass es ihr dort sehr, sehr gut geht, dass es ihr an nichts fehlt. Und wir telefonieren jetzt auch schon miteinander. Sie kann zwar noch nichts sagen, aber sie hört dann immer ganz gespannt zu und freut sich total und will das Telefon gar nicht mehr aus der Hand geben. Ich denke ganz viel an sie. Och ja, warum weinst du denn jetzt? Na? Weil das nicht geht? Ja. Yeah. Ich habe da immer ganz fest dran geglaubt. Weil da war, es war immer in ihr und sie wollte das wirklich als kleines Mädchen. Und sie war zwar realistisch, sie hat gesagt, ich mache eine Schule oder ein Studium. Oder, aber eigentlich immer im Hintergedanken, im Hinterkopf, dass man noch genug Zeit hat, um vielleicht weiter zweigleisig noch Musik zu machen. Also das ist jetzt ganz schnell gekommen und überraschend, auch für sie, für uns alle. Aber ich glaube, dass sie langfristig daran gearbeitet hätte. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich wieder abheben wird vom Starruhm. Es wird eigentlich schwerer, es wird ein schweres Leben, mit 18 Jahren in der Öffentlichkeit zu stehen und ein Baby zu haben. Man kann auch nicht alles so spontan machen später. Sie hat ja immer noch ihr Kind. Und das ist schon, man muss vieles verzichten, eine Aufgabe. Ja. Du bist so klein und doch so stark. In meinen Armen halt ich dich schön warm. Dir gehört mein Herz. Nun bist du hier bei mir. Denn dir gehört mein Herz. Nur dir.